Da sind wir wieder. Und wir spielen noch direkt weiter. Ja, ich habe gerade den Pet gesucht, aber jetzt geht's auch direkt munter weiter mit Jabu Jabus Bauch. Und wir haben vor der Kiste das letzte Mal aufgehört. Ja. Die durftest du nicht öffnen. Nee, aber jetzt darf ich sie öffnen. Und was ist da drin? Etwas Nützliches. Die Labyrinthkarte. Eine Dungeon-Map. Jupp. Wer sie braucht, ist schön. Aber brauchen wir sie? Nein. Noch nicht. Ah, da ist Ruto. Ah. Aber ich glaube, ich kann die hier sitzen lassen, weil ich glaube, ich habe jetzt gerade diesen roten. Jetzt auch ja. Mit reinnehmen können. Wofür? Das rote geschleudige Ding ist fort. Er ist verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Natürlich nicht. Wusstest du, dass Navy eigentlich einen russischen Akzent hat? Russisch, Frau. Ah. Warum läuft die Zeit ab? Das ist so wirklich. Ah. Oh, noch eine Truhe. Was kann da jetzt wohl drin sein? Ah, ich weiß es nicht. Und es ist der Kompass. Mit scharfen S geschrieben. Kompass. Ja. Hättest du. Hätte ich die Route mit reingenommen, dann ständst du jetzt nicht mehr hier raus. Genau. Hättest du direkt dabei gehabt. Ja, es fehlt eigentlich. Vielleicht kann ich vier Tentakel noch fehlen. Das hat jetzt gar keinen Tentakel kaputt gemacht, ne? Was war hier mit? In der Mitte kannst du noch nicht rein. Rechte Flanke. Nein, nicht da lang. Nee. You're right. I have this. Ja, guck mal hier. Ach, hier waren wir noch nicht. So, jetzt wie ich gesagt habe, nah dran gehe ich einfach mal. Bin ich ein schlechter Beschützer. Was? Warum treffe ich nicht? Weil du die ganze Zeit seitwärts gelaufen bist dabei. Jetzt visiert das Tanja nicht an, supi. Ja, komm jetzt mal runter, dann visiere ich dich an. So, komm. Du brauchst nämlich nicht ausweichen oder sonst irgendwas. Ah, die können irgendwie nichts noch. Ja, der ganze Rotz genau auf die drauf gefallen. Ja, ja. Es gibt ein schönes Gesichtspeeling, habe ich gehört. Ein Ganzkörperpeeling eigentlich. Welche Farbe hatte der jetzt? Das war dieser braune, ne? Ist der mittlere Gang. Ja. Und da müsste dann das letzte Ding sein. Ja, stell dir mal vor, du rennst gerade durch den Darm von ja. Einer Wahl rum oder so. Das muss bestimmt extrem stinken. Ach, hier gibt's auch noch diese Quallen. Ne, die sind so nervig. Gar nicht, aber egal. Tür auf. Herzchen einsammeln? Ja, die kann ich gebrauchen. Ja. Die sehen auch auf dem roten Untergrund, sieht man die sehr schlecht. So. Jetzt kann ich eigentlich geradeaus durchstarten. Ja, ging doch bisher eigentlich recht gut. Jo. Ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Aber es war ziemlich äquivalent, also der hat mich getroffen, ich habe direkt ein Herz gekriegt. Das ist gut. Jo, und vorher war hier ganz rechts so ein sabbernes Ding, hier drüber. Und da muss man auch natürlich hierher. Dann kann ich noch die Skulltula holen. Stimmt, jetzt brauchen wir nicht mehr klettern oder sonstiges, jetzt können wir einfach mit dem genau. Boomerang die Maske holen. Das Symbol, Maske. Ich hab dich jetzt extra nicht verbessert, damit ich aber noch macht. Eine. Stimmt, hier direkt daneben. Nein, andere Seite. Hä? Ich mach erstmal das Ding kaputt. Wo?
Was? Zwei Stück? Das ist aber echt schlecht versteckt, muss ich sagen. Ist ja eigentlich gar nicht versteckt. Aber die. Ja, wäre zu schön gewesen. Anvisieren. Auch das mit der Zielanvisierung, das ist echt tadellos teilweise funktioniert. Das ist echt der Brüller. Okay, die Engine hier ist super. Ja. Und die wurde ja auch schon ein bisschen verfeinert für die anderen Zelda-Spiele, weil die laufen ja alle auf der ähnlichen. Also auf einer neuen Quasi. Schon einer neuen Engine, aber trotzdem ist sie sehr familiär mit der hier. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Ah, gut. Ich bin mal nicht so, ne? Oh, das ist dieser heilige Stein, den wir wahrscheinlich mal brauchen. Glaubst du? Der hat meine Pose gefaked. Du kriegst Ärger mit mir, Fräulein. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum? Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Aha. Als ich Lord Jabu Jabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Ja, weil die den Stein immer dabei hatten, immer in der Hand trägt, die ganze Zeit. Aber jetzt habe ich ihn wieder und du kannst heimgehen. Ja, supi. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, komm runter. Tja, ich glaube, was mit dem Heimbringen wird jetzt gerade nichts. Ih, was ist das denn für ein Oktopus? Oh, die Tür ist verriegelt. Das heißt, es riecht nach einem Miniboss. Voll süß. Und dazu gehe ich flugs ins Menü, weil ich brauche die hier. Der Gegner ist auch peinlich, ne? Ich hätte eigentlich betäuben müssen und irgendwie versuchen, mich durch den durchzudrängeln. Ne? Nee, ich muss einfach abwerfen. Sonst natzt er dich irgendwann. Was? Wie kurz war das? Das hat er noch nie bei mir gemacht. Never. Das habe ich auch noch nie vorher gesehen. Das muss. Ah, man kann es auch hier mitmachen. Ja, dann dreht er sich nämlich jetzt um. Muss nicht sein. Hey, bitte. Genau, du musst während er sich dreht ihn treffen und irgendwann. Ja, das Timing ist super, super knapp bemessen. Bumerang. Wieder mich nass, das ist echt ekelhaft. Mach's bitte Bumerang. Der Sausack ist schneller als ich. Ist das ein Horror? Wirf die Nüsse drin weiter. Nee, dann kriegt er mich. Ey, der war aber noch nie so penetrant. Oh, jetzt kriegt er dich. Ey, er hat dich gekriegt. Verbratzte Kacke, ehrlich. Ist mir noch nie passiert, ehrlich. Aber du musst das mit dem Bumerang machen. Die Nuss, die betäubt ihn nicht lang genug.
Ey, was? Ey, ich krieg grad echt schlechte Laune. Ey, dieser Kampf dauert jetzt schon länger als der ganze Tempel. Wenn er sich dreht, noch mal den Bumerang werfen, direkt rein. Ja, jetzt. Ja. Ist er tot? Ey, ehrlich. Sorry, Leute, für dieses Failen, aber ich hatte ja noch nie Probleme bei dem Teil, ehrlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt überhaupt Probleme bei dem hatte. Ätzend. Echt, aber dass der sich auflöst, das hatte ich noch nie. Nicht? Ja, ich auch nicht. Wollte ich schon sagen, das weißt du auch mal. Das ist auch mal. Ja. Nein! Dummer Idiot. Ich hätte nämlich direkt vor dem die ganze Zeit stellen sollen, die ganze Zeit einen Bumerang werfen. Hab ich dir gesagt, du hast wieder weitergemacht. Ey, jetzt gerade habe ich total. Total den Hänger. Ah, der Raum ist auch schön. Schön dumm. Klar, der snipt mich jedes Mal darunter. Was? That's not your lucky day. Nee. Ich tritt hier gleich alles zusammen. Soll ich die Kamera ausmachen? Damit ja, bitte. Da bin ich, glaube ich, besser. Ey, Alter. Das ist bei mir kaputt heute. Okay, ich konzentriere mich jetzt einfach mal. Mach's einfach nur auf einen regulären Wege. Ey, warum rollt er, wenn ich den Bumerang wegstecken will? Durch den Schwung geht immer einen Schritt nach vorne. Aber du rollst dich auch noch mal extra. Das kotzt mich voll an. Und weiter geht's. Und da ist der Fahrstuhl, wie ich eben sagte. Das fehlende Stück. Stimmt. Ja. Jetzt leuchtet es mir auch wieder ein. Jetzt brauchst du die Kisten. Eine kann ich zerschlagen, da ist bestimmt ein Fehl drin. Sind beide leer. Naja, aber dann weiß man auch, dass man diese Dinger vielleicht irgendwo braucht. Hätte ich noch ein Herzteil geholt, ja. Schlupp. Schlupp. Schön, ihm auch keine Herzen geben. Ne? Also ich habe ja mein 3DS mit den Ocarina of Time verliehen, ne? Ja. Und für den Raum, für die obere Stelle, musste ich Support leisten. Echt? Weil es da nicht weiter ging anscheinend. Ja, da suche ich das Skulptur, falls du es noch nicht gehört hast. Ich hätte gedacht, du wärst an der anderen Seite. Hey. Oh, wie überlichtet das gerade hier ist. Zack. Dann schon wieder ein Herz. Ne? Für einen Hit mit einer Skulltula. Bin ich so verweichlicht schon geworden? Oder ich hab's irgendwie leichter in Erinnerung. Für dieses Rätsel musst du Support leisten. Guck ihn da mal. Nein. Ich würde eigentlich nach vorne springen, mich abrollen. So geht's aber auch. Boah, jetzt schon. Na klar. Ekelhaft. Ekelhaft. Was knistert denn da so geheimnisvoll? Das ist eine Riesenqualle. Nein, es sind viele Riesenquallen.
Ich wünsche mir viel Glück, ne? Vielleicht teleportiert. Vier Herzen. Ja, vielleicht teleportiert er sich jetzt auch in mich hinein oder so. Wer weiß. Elektronisches Biotentakel Vaginale. So schwer ist der Kampf ja nicht. Weh. Also er kann schon. Vom Dungeon findest du, glaube ich, auch Herzen. Vielleicht sogar eine Fee. Nee. Was? Hatte ich auch noch nicht. Wieso macht gerade voll den Terz, ehrlich? Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Seit wann kriegt man noch mal von der... Mach die blauen Viecher platt. Ah, hat die gar keine mehr. Jetzt geht's los. Na, das ist jetzt ziemlich am Ende, würde ich sagen. Triff mich mit dem Scheiß. Ja, natürlich. Oh, bitte. Wie die mich schneidet. Krieg ich Pickel. Auch. Ja. Ekelhaft. Ja, das war der dritte Endboss. 17 Minuten. Ich habe jetzt ungefähr ein bisschen was über 20 Minuten für den Tempel gebraucht. Das geht ja noch. Da ist auch mein Reward. Kennen wir schon, ne? Ja, und auf wie geht's? Guck mal, da ist auch schon Ruto. Ja, die stand die ganze Zeit in der Ecke und hat zugeguckt. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles, aber nur ein bisschen. Ist echt nur meckern, ne? Also, sie hat ein schönes Kleid an. Steht aus ihrer Haut. Ich hatte jetzt echt schon Panik, dass ich bei dem Boss jetzt sterbe. Platsch. Schon ein bisschen erotisch, ne? Hey du bist cool, ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal, du hast mich gerettet. Ich danke dir. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Natürlich. Was möchtest du? Sag's mir. Ja, ich bin Heiligen Stein natürlich. Du sprichst vom Heiligen Stein, des Wassers, dem Zora Saphir. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist also eine Art Verlobungsring der Zoras. Oh mein Gott. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora Saphir. Und die ist jetzt weg, oder was? Ist jetzt bei ihrem Vater. Tada! Tada, tada! Zora Saphir.
Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Dankeschön. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda. Nochmal durch den ganzen Garten. Well. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Kriegt sie nämlich Ärger. Ich habe kein Herzteil oben verstecken. Nein. Nee, später ist ja einer. Ja. On the other side. Oh yeah. Guck mal, da ist er. Guck mal, was er jetzt zu mir sagt. Komm, nimm den guten Weg. Einen guten Weg? Ja, spring. Mit dem Quatsch auch nochmal? Ja. bist dran. Wie hast du mich genannt? Ich hab dich einen tristen Jungen genannt. Nein, will ich nicht. Oh, der fette Vogel. Ja, das war, glaube ich, eine Elster, glaube ich. Bambini. Ich muss auf Bambini. Langsam wird es kalt hier drin. Findest du? Ja, es ist frisch. Oh, kann ich dich da hochziehen? Das ist echt lächerlich. Wir haben 18 Grad. Ja, aber nicht hier drin. Der Lügometer. Ach, du hast doch keine Ahnung. Mist! Durchs Wasser geht's ja schnell runter. Jo. Das ist der Express. Oh. Ja, und wir haben natürlich jetzt dadurch ein Herz mehr. Drei Steine. Was wir mit diesen drei Steinen anfangen werden, das werden wir, glaube ich, nicht in diesem Take jetzt noch hier lüften. Kommt davon, ne? Das hättest du noch. Was? Nee, wir machen davon einen Cut, das ist gut. Dann haben wir nämlich für den nächsten Part einen schönen Anfang. Ja, das auch. Es wird auch schon wieder dunkel. Das geht ein bisschen zu schnell im Spiel, finde ich. Kommen keine Skelette. Ja, was machen wir jetzt? Geht's mit vor? Zum Typ? Ja. Dunkle Wolken ziehen auf im Land Hyrule. Regenzorn ist eigentlich ganz gut. Nicht gut. Oh, was ist das? Nachts öffnet sich das Tor.
Oh. Was macht sie? Schmeißt Steine nach uns. Voll gemein. Aber ein hübsches Pony. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Ups. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst, du Narr? Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf, weißt du, wen du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Sagte er und ritt in fort. Mhm. Ja, hat er sich doch nicht vorgestellt, ne? Der nette Mann. Ja. So muss das sein, ne? Mhm. Ich glaube, mit der Nase könnte ich ja eine Dose öffnen, oder? Oder beim Oktoberfest das Bierfass anzapfen. Ich glaube, wir machen aber hier auch einen kleinen und auch gemeinen Cut und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüssen.